Und willkommen zurück zu einer neuen Folge Uncharted 4. So, jetzt sind wir in dem Turm schon drinne. Bald, hoffentlich sind wir mal ganz oben. Jetzt schauen wir mal, was wir hier machen müssen. Ich glaube, wir müssen jetzt bestimmt irgendein Rätsel lösen, so wie es hier ausschaut, mit den ganzen Zeichnungen an der Wand. Sonne und Mond. Alchemie-Symbole für Gold und Silber. Moment mal, sowas habe ich auf dem Brief gesehen. So, Schätze. Option. Das ist ein Teil des Symbols. Ah, da ist die andere Hälfte. Also dann. Sonne. Falten. Schon besser. Okay, ein Tierkreiszeichen. Das Zeichen für Schütze und Skorpion. Aha. Muss nochmal Lugi-Lugi machen. Leider nein. Auch nicht. X, hä? Römische 10. Nichts. Hä? Was stand noch mal im Brief? Ja, das ist doch das Zeichen. Das Skorpionzeichen und eine römische 2. Römische 2. Römische Zahl 2. Ah, nein. Habe ich was auf dem Brief übersehen? Schütze. Römische 10. Die haben wir doch schon ausprobiert, die 10. Geht nicht.
Wir haben jetzt. Die drei haben wir schon probiert. Die zwei. Und die römische Zahl 2. Nein? Okay, wo ist das Schütze-Symbol? Schütze. Römische 10. Die haben wir doch schon. Römisch 10 haben wir doch schon. Selten, wo die 10 dabei ist. X und II. Ah, okay. Sieh sich das einer an. Digna factis recipimus. Und kommt da noch alles zum Vorschein? Das muss es sein. Das ist der Schatz, den wir finden sollten. Mal zurück. So. Na los. Mach auf hier. Ich sollte aufpassen. So. L1 gedrückt halten. Okay. Muss ich da vielleicht das Fenster durch? Nee, muss wahrscheinlich komplett runter einfach. Jetzt. Mit Schwingen. Nathan, auf geht's. Passiert überhaupt was, wenn ich wieder runterfall? Oh. Ich glaube da. Ja, ich glaube da werde ich sterben. Nein! Oh. Schon wieder gefällt. Gehen wir gleich hier. Vorsicht. Und der bricht, haben wir gesehen. Okay, der bricht auch. Da stirbt. Ah, ne, okay, sehe schon. Über. Oh. Das kriegt Grave niemals hin. So, und raus hier. Raus. Wiedersehen, Schulter. Hier würde ich echt gerne mal Urlaub machen, ey. Zwar nicht da in dem Gefängnis hier, aber an dem Strand oder so. Geil. So, da müssen wir jetzt wieder zurück. Ich denke mal, wir müssen jetzt. Kann ich nicht gleich hier runterspringen? Das ist Vargas. Ich will was ab. Ich will ein. Wenn ich hier runterspringe? Träumen weiter. Sterbe ich da oder sterbe ich da nicht? Okay, gehen wir den Weg.
Nein! Mensch, ich wollte doch da nicht hin. Oh, weißt du was? Ich wollte doch da nicht hin, Mensch. Scheiße! Nein, nein, nein! Ah! Genau, das wollte ich machen. Alles klar. Hier hoch oder was? So muss es laufen. Bin wieder da. Hast geschafft. Was gefunden? Drake? Was? Da war alles leergeräumt. Falls da irgendwo ein Hinweis versteckt ist, war nicht zu finden. Bist du sicher? Hast du an der richtigen Stelle gesucht? Vielleicht habe ich nur irgendwas in dem Brief übersehen. Vielleicht gab es noch einen Turm, der schon längst eingestürzt ist. Ja. Gibt's irgendwelche Skizzen für diesen Laden? Ich meine, Baupläne oder so? Kann sein, da ist ein ganzer Haufen alter Akten. Okay, toll, toll. Schau sie dir durch. Sieh zu, was du rausfindest. Ich rede inzwischen mit Sam, er ist unser Avery-Experte. Vielleicht kriegt er dieses ganze Chaos auf die Reihe. Okay, ich sehe mir die Akten an. Los, ja. Dreh dich um. Damit lässt sich auch leicht verarschen. Okay. Wenn du mit dem geredet hast... Komm zu mir. Alles klar. Gringo, wenn ich dich noch einmal beim Prügeln erwische, gibt's eine Woche im Loch. Du bist ein guter Schauspieler, Vargas. Fast so gut wie ich. Te puedo decir, suerte de principiante, ¿verdad? Hijo de puta. Lo siento, chicos. Tengo que irme. Claro, te vas cuando estás ganando. Para ti. Mann, die haben dich ganz schön fertig gemacht. Bist du okay? Ich hab schon Schlimmeres eingesteckt. Komm. Hey, wo, 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 wo? Du willst mich doch wohl nicht im Dunkeln lassen. Du hattest recht. Nein, wir hatten recht. Jetzt müssen wir nur Rafe finden. Rafe. Fang mich an, bitte. Komm schon. Mann, ich will aus dem Knast raus. Wir waren das. Du und ich. Und jetzt soll dieser reiche Sack den Rahmen abschöpfen? Wie lange haben wir versucht, hier reinzukommen? Wir hatten Hinweise. Nein, hatten wir nicht. Okay, keinen einzigen. Es ist so. Kein Rafe, kein Vargas. Und wir wären nicht hier. Apropos Vargas, wir haben ein Problem. Was für ein Problem? Hat er dich ins alte Gefängnis gelassen? Ja, hat er. Okay. Nachdem er den Brief las. Oh. Und wie viel weiß er? Genug für einen Anteil. Ach, scheiße. Ray, falls sonst noch jemand davon erfährt. Ich kläre das mit Vargas, keine Panik. Und jetzt kümmern wir uns um wichtigere Dinge. Okay, suchen wir uns was, wo uns niemand stört. Okay, die Luft ist rein. Okay, und was haben wir? Oh, Scheiße. Darf ich? Sei vorsichtig, okay? Holz mit Gold und Silber in Tarsien. Sehr schön verarbeitet. Es ist hohl. Würde sich einer von Averys Männern die Mühe machen, ein Kruzifix zu verstecken? Es ist kein Kruzifix. Ein Kruzifix repräsentiert nämlich Jesus.
Das ist nicht Jesus. Hast recht, keine Dornenkrone. Er ist ans Kreuz gefesselt. Na, wenn's nicht Jesus ist, dann... Lies die Inschrift. Digna factis recipimus. Wir empfangen, was unsere Taten wert sind. Ja. Sieh mal an. Ein katholisches Waisenhaus hat auch Vorteile. Der heilige Dismas. Ja, der reumütige Dieb. Wo ist die Verbindung? Jungs, tun wir so, als hätte ich die Sonntagsschule geschwänzt. Okay, bei der Kreuzigung wurde Jesus zwischen zwei Diebe gehängt. Okay? Einer von ihnen verspottete Jesus. Der andere, dieser Typ, war reumütig. Er nahm seine Strafe mit Demut an. Und Jesus führte ihn ins Paradies. Reumütiger Dieb. Ja. Ja. Was? Du hast die Lösung. Es gibt eine Kathedrale des heiligen Dismas in Schottland. Ich glaube, da müssen wir jetzt hin. Warte, Avery wurde zuletzt in Schottland gesehen. Das kann kein Zufall sein. Ah. Auf nach Schottland. Ich hatte meine Zweifel bei euch beiden, aber finden wir Vargas und dann raus aus diesem Drecksloch. Lass mich raten, mit dem Kerl hast du dich angelegt? Da wusste ich noch nichts von seinen Freunden. Le dije que no habíamos terminado. Mira, ya nos ganaste, okay? Muy tarde para hablar. Aquí no sale. Hey, weißt du was? Tú no te metas. Okay. Geh, prügeln wir uns mal. Der steht nicht mehr auf. Du hast dich auch nicht angeboten. Ja, so Glocke hier. Bene, auf der Murmel. Los al infierno. Mensch. Hora de irse, gringo. Nein. Boom. Nein. Gut, espera. Ja, basta de hablar. Alguien más necesita que le recuerde cuáles las reglas. Aliense. Sieht wohl doch nicht aus, als wenn wir aus dem Knast kommen. Dame! Ist das Schmuggelware? Kagate! Für wen hältst du dich? Llevo su celda! Traje los gringos a mi oficina. Déjanos. Déjenos. Dir Zeit gelassen. Wir wurden fast getötet, Mann. Kann noch kommen. Vargas. Im Ernst? Oh. Ich hab nichts gefunden. Muss der falsche Turm sein. Und? Was soll ich sagen? Ich bin Katholik. Hab immer eins dabei. Witzig. Hey, hey, hör zu. Es ist wertlos, okay? Haltet ihr mich für blöd? Okay. Du willst neu verhandeln? Schön. Benimm dich nicht wie ein Kleinganove. Und jetzt weg damit! Danke. Wir geben dir, 10%. Die Hälfte.
wir machen die ganze Drecksarbeit. 20. Ohne uns würdest du ihn nie finden. 25. Alle gleich. 25. Hört sich das fair an, Jungs? Damit kann ich leben. Ja, klar. 400 Millionen durch 4, das geht. Wir haben einen Deal. Ja, einen Deal. Okay. Dann komm mir noch einmal so. Ups. Verdammt. Das war's. Bist du total durchgeknallt? Willst du es wirklich wissen? Leute, was machen wir? Wir halten uns an den Plan. Gehört dir das zum Plan? Folgt mir. Los, los! Okay, Leute, ich würde sagen, wie es aber weitergeht, schauen wir uns in der nächsten Folge an. Bis dahin wünsche ich euch viel Spaß beim Schauen und genau, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Ciao, euer Andi.